Ja, da kommen einem halt so Gedanken, wenn man sich überlegt, was eine friedliche Welt dann eigentlich ist. So, ne? So, alle lieben sich, alle gehen familiär freundschaftlich miteinander um, keine Mangel des mehr an was, weil alle halt Hand in Hand arbeiten, kein Gegeneinander mehr da ist. Ne? So, Frieden ist halt immer da, wo man keinen Gegner wahrnimmt. Ist so, guckt's euch an. Und dann ist da immer die Frage, was hindert uns denn eigentlich daran? Es ist ja quasi, als bräuchten wir eine Erlaubnis. Wenn wir uns mal vorstellen, dass jetzt auf einmal in den Medien, auf der Bild-Zeitung, auf der Titelseite dick und fett draufsteht, wir machen Frieden, der Weltfrieden ist da, dann hätten ja alle quasi die Erlaubnis und eine gewisse Hemmschwelle, die nicht mehr da wäre, weil sie alle davon ausgehen, ja, wenn das jetzt in der Bild-Zeitung steht oder bei RTL oder ProSieben in den Nachrichten läuft, dann wissen das ja alle. Ja? So, und dann darf man auf einmal, hat man, wenn man es erlaubt, wenn die Erlaubnis da ist, das so zu sehen, dann kann man es dann machen. Wobei natürlich immer noch überhaupt gar nicht gesagt ist, dass wenn die Bild-Zeitung schreibt, wir machen Frieden, dass da jeder Hottentot dran halten würde. Aber normalerweise ist es halt eben so, dass wenn was durch die Medien geht, das dann als gegeben genommen wird. Und da stelle ich mir halt dann die ganze Zeit die Frage, ich weiß ja, es warten ja die ganze Zeit auf alle auf die kritische Masse und das Erreichen der kritischen Masse. Ja. Und ich denke mir die ganze Zeit, warum? Ja, weil es dann halt erlaubt ist, weil dann diese Hemmschwelle weg ist und man dann weiß, oh, jetzt sind genug Leute mit mir, die mir Rückhalt bieten, dass ich mich wirklich so abstrus verhalten darf und meine Feinde, meine Gegner als meine Freunde und Geschwister wahrnehme. Da ist dann halt wirklich, sollte sich jeder mal gerade einen Kopf drüber machen, vor allen Dingen die Leute, die heute schon wieder auf der Montagsdemo waren, wo bestimmt schon wieder nicht die Weltfriedenserklärung vorgelesen worden ist, sondern wieder irgendwas anderes, was so wieder um Boomänner geht. Aber ich lasse mich gerne durch andere Videos überzeugen. Ist halt die Frage, wer denn eigentlich die Autorität in unserem Leben ist. Und genau da ist der Knackpunkt. Die meisten Leute, das habe ich heute wieder gemerkt, ich hatte so ein paar Sachen dahingeschrieben und dann kamen wieder Antworten, wo ich einfach gesagt habe, Leute, ihr seid wie Schafe, die anderen hinterherrennen. Und je besser sie sich profilieren können, desto mehr Eindruck schinden sie auf euch. Und sie alle lenken euch wieder von euch ab. Ich gehe nicht auf die Montagsdemos, nicht, weil ich die Montagsdemos scheiße finde. Ich habe es nämlich nötig. Ich lebe in einer friedlichen Welt. Auch wenn die halt jetzt für die meisten Leute überhaupt gar nicht wahrnehmbar war. Ja, ist ja die ganzen Bedrohungen, das ganze Übel und der ganze Hunger und der ganze andere Scheiß in deren Köpfen. In meinem Kopf ist das nicht mehr drin. Ich habe diesen ganzen Müll einfach rausgebracht. Ich habe keine Angst vor einem Krieg in Russland, weil ich nicht daran teilhaben werde. Vielleicht sterbe ich durch eine Kugel, die mich trifft, die in diesem Krieg abgefeuert worden ist. Aber dann lassen wir erstmal dazu kommen und gucken wir dann mal weiter. Aber bis dahin habe ich in dieser Welt gelebt, in der ich auf jeden Fall nicht mit Gegnern zu tun habe. Und die Autorität, die mir das erlaubt hat, so zu sehen und das so wahrzunehmen, das bin ich selber. Und erst wenn jeder, auch wenn die Polizisten mir da letztens vor 2 Jahren in Deutschland erzählt haben, sowas wie eigene Autorität gibt es nicht. Ja, natürlich, in einem Sklavenstaat gibt es das natürlich nicht. Darf es das noch nicht mal geben. Aber das bedeutet nicht, dass man das nicht in sich selber auch so wahrnehmen, trotzdem so wahrnehmen kann. Und wenn ich selber mir erlaube, schon mal einfach nicht drauf zu warten, dass die kritische Masse erreicht ist oder sonst irgendeiner Form die Erlaubnis klar wird, dass man sich friedlich verhalten darf. Und ich auf Montagsdemos gehen muss, um das von anderen zu fordern, statt auf der Montagsdemo wenigstens schon mal friedlich zu sein. Aber dann kriege ich dann wieder so, ja, da treibt sich, aber das kriege ich jetzt von den Montagsdemonstranten zu hören. Nicht von irgendeinen Medien, die über Neulinke schreiben oder sonst irgendwas. Ja, schade ist nur, da hängen auch so viel anderes Pack rum. Irgendwelche Isten und Islamisten und Essenisch gesehen und was weiß ich, was ja, hallo Leute, wenn ihr noch nicht mal auf den Montagsdemos in der Lage seid, diese Menschen, diese eure Mitmenschen als Geschwister wahrzunehmen, da frage ich mich, was ihr auf einer Friedensdemo zu suchen habt, weil da habt ihr dann gerade nichts zu suchen, weil ihr gerade offensichtlich gar keinen Frieden demonstrieren könnt. Nicht mal unter denen, die auf der Friedensdemo sind.
Über die Friedensdemos kriege ich mittlerweile mehr mit, wie das wieder ins Gegeneinander verstrickt ist, als dass es zu irgendwelchem Miteinander beitragen würde. Vor allen Dingen von den Leuten, die ganze Zeit auf die Montagsdemos gehen. Und die sind ja nicht nur montags auf den Demos, die posten ja den ganzen Rest der Woche den ganzen Quatsch dann auch noch rum. Mit einer Hetze und einer... Da, genau da, da können wir Frieden machen. Egal, wo wir sind. Aber indem ich dann halt einfach diesen einen Post über die Bilderberger schon mal nicht poste. Einfach, weil ich weiß, dass es Scheißspalterei ist. Und solange ich mich in diesem Spiel beteilige, ich definitiv nicht wirklich dem Weltfrieden dienlich bin. Man kann sich das selber erlauben. Man muss nicht auf die anderen warten. Sondern kann tatsächlich einer derer sein, auf den die anderen warten. Und das ohne irgendwelchen Messias-Scheiß. Einfach nur für den eigenen lieben Frieden. Alles, was ich seit 10 Jahren mache, mache ich, damit ich meine Ruhe habe. Aber das funktioniert nicht, wenn ich die von anderen fordere. Meine Ruhe, die kann ich nur in mir finden. Wort zum Montag, Dankeschön. Amen.